Was machst du da bitte? War das jetzt ein Bug oder? Das war, nee. Leute, was macht die Schiene hier? Guck dich das an. Hä? Lol. Blicke ich jetzt nicht ganz. Okay, was ist, wenn wir das hier mal hochsetzen? Oh, das kostet alles. Das kostet uns alles. Ich kann euch nicht sagen, was dieser Bahnübergang hier macht. Tut mir leid. Okay, und warum... Bin ich jetzt so blöd, oder... Okay, pass auf. Wir bulldozen hier. Das hier mal weg. So. Weil jetzt geht uns nämlich keine Straße mehr auf den Zeiger. Ja? Das führen wir hier mal durch. Genau. So. Zweite Parallelgleis. Wunderbar. Das heißt, ich kann ja auch Nullsegment. Ich kann nicht über Bahnübergänge. Schade. Das ist echt schade. So, 60. Machen wir unsere berühmte X-Weiche. Steigung zu groß, willst du mich jetzt verarschen? Das heißt, es ist aber möglich. Bau nicht möglich. Okay, es wäre aber möglich, dichter oder in Zukunft dichter hier Dings zu bauen. What the fuck, was passiert hier denn bitte? Okay, dann müssen wir nochmal abreißen. Das müssen wir nochmal neu machen hier. So, jetzt nochmal. Von hier. Ja. Was für Steigung so groß, Alter. Gut, lass muss halt so. Oh. Was passiert, wenn ich jetzt... Okay, also ihr merkt, auf 4K... Ich weiß nicht, ob es am 4K liegt, weil es gab ja schon immer Probleme, wenn man die Schienen gezogen hat, ja? Aber... So krass kam mir das eigentlich gar nicht vor. Okay, warum ist der Bau jetzt nicht möglich? Muss das in Einzelschritten machen, oder wie? Ja. Dann darüber. Ach, geht es nicht wegen der Kreuzung? Kann natürlich sein.
dass wir von der Seite hier anfangen müssen. Also, ich muss echt sagen, wenn ich da die Schienen ziehe, das leckt ja immer noch so wie früher. Ich kann ja mal in der nächsten Folge mal rüber wechseln auf meinen Zweitbildschirm, ob es dann weniger ruckelt. Okay, also. Bau nicht möglich. Und warum? Wegen dem, oder was? Okay, man hatte mir aber gesagt, man kann einen Bahnübergang ohne den Abriss von einer Schiene. Hab ich im Video gesehen. Warum wird da jetzt die Schiene abgerissen? Ich habe es im Video gesehen, dass man einfach Bahnübergänge kappen kann. Als doppeltes Segment? Was heißt denn das? Was heißt ein doppeltes Segment? Aha, hier geht's also nicht. Also Leute, merkt ihr das? Guck mal meine Maus bitte. Das sind keine 60 FPS. Also entweder das liegt noch daran, weil das so ein Beta-Zugang ist, ja. Oder es ruckelt halt einfach so. So, wenn wir hier wieder die Straße herstellen. Ist es die? Nö. 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 Ja. Oh, hier muss ich noch die Schiene mitziehen. Habe ich gar nicht gemerkt. Ja, hier rein. Gut. Gut, man muss, legt man es halt so. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier eine X-Weiche machen können. Oder ob der mir auch irgendwas sagt mit... Was weiß ich. Ah ja, stimmt, das ist ja auch möglich. Ja. Ah, wo war sie? Hier war sie. Was war das? War mein Bild... Da war mein Bildschirm kurz schwarz. Stellen wir hier mal ein paar Signale auf. Wo ist der? Da ist der Bahnhof. Und man kann jetzt selbst bis hier Signale setzen. Das ist geil. So, dann setzen wir noch ein paar mittendrin. Hier. Ja, dann da am Bahnübergang nochmal. Und dann hier nochmal. So. Dann können wir mal eine Linie erstellen. Und die ist wieder gelb, das ist ja lustig. Dass die erste Linie wieder gelb ist. Kann ich eigentlich wieder mit... Ah, nee, kann ich nicht. Okay. So, da ist sie ja auch schon drin. Könnte ja wieder hier zum Beispiel das Signal hinzufügen, oder? Hm? Haltestelle hinzufügen? Ja, genau. So, jetzt bräuchten wir noch irgendwie ein Depot. Wie bekomme ich denn ein Depot her? Hier? Depot. Okay, das braucht... Ein Endgleis.
Ja, das setzen wir mal hier hin. Dahin. Hallo? Ah. Okay, das finde ich richtig cool. Es gibt hier also doch Weichen. Man kann bloß keine Weiche hier im Bahnsteig machen. So, was gibt's denn für Züge? Das ist doch jetzt mal das Interessante. Okay, nicht so viel Triebwagen, haben wir noch gar nichts. Wir haben nur Dampf. Ja, okay, wir sind 1900. So, wir brauchen etwas Schnelles. 60, 60, 75, 60, 75. Haben wir denn auch Wägen, die so schnell sind? 110. Okay. Ja, wo ist er denn? Hier, 75. Und dann setzen wir mal Passagiere 16, 18. Nehmen wir mal die hier. Oder was können die? 50, nee, 80, ja. 1, 2. Auch noch 1,7 Millionen. Ja, das reicht erstmal. Das heißt, um das mal bloß dumm zu testen, ja, man könnte hier wieder. Boah, geil! Ich freue mich jetzt schon, hier Gleiskonstrukte zu bauen. Das wird mega geil. Ja, halt, du musst ja auch ausfahren. Ah, der zeigt mir sogar die Länge an. Okay, das ist übel geil. So, Linie zuweisen, Linie 1. Einmal laufen lassen, bitte. Oh, pff, ja, okay, erste Linie. Was war hier? Keine Warnungen. Was haben wir hier? Oh, 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 oh. Züge. Okay, der fährt sehr langsam. Boah. Dampft nicht schlecht. Mal gucken. Wir haben hier einen sehr kleinen Einflussbereich. Ja, das ist nicht gut. Hier hinten genauso wenig. Weil, ah doch, das reicht schon ein bisschen weiter. Oh. Schauen wir mal, ob sich ein paar Leute aufmachen zum Bahnhof. Und wo läufst du hin? Nein, du? Nein. Und ihr? Auch nicht. Schade. Dauert vielleicht ein bisschen. Aber arg schnell ist sie auch nicht unterwegs. Kostet uns bloß jede Menge. Wir haben Darlehen 9 Millionen. Ich kann nur 500.000 auf einmal zurückzahlen. Ja, machen wir mal. So, hier steht nur nichts. Das würde bestimmt hier angezeigt werden. Nichts wartend. Okay. Okay, es gibt auch neue Kräne. Sehen aber vom Aufbau her identisch aus wie bei den alten. Wir könnten ja jetzt mal probehalber hier mal die erste Busse bauen, genau. Das wollte ich machen. Okay, wir haben hier gleich von Anfang. Was haben wir hier? Ah, Cargo, genau. So, und
haben wir ja hier hinten, haben wir ja das Wohngebiet. So, die haue die erste Haltestelle.